Hallo und damit willkommen zu Let's Play Oddworld New and Tasty, ein Remake des ersten Spiels Oddworld Abe's Odyssey für PlayStation 1. Oddworld New and Tasty am 23. Juli 2014 für PlayStation 4 in Europa erschienen. Und das Ganze soll noch rauskommen für PlayStation 3, PlayStation Vita, PC, Wii U und Xbox One. Los geht's! Follow me! Wir legen los mit dem Intro oder mit der Steuerung. Kann ich da auch wieder da raus? Batz! Das gibt einen Nasenbeinbruch. Der ist ja ganz normal geblieben, aber die meisten sind noch zerstückelt. Jetzt fehlen ihm seine Beine. Oh, ich hab ihn kaputt geprügelt. Jetzt hängt er da unten! Okay, er hat sich durchgeglitscht, aber der hängt da jetzt. Das sind nochmal grafische Details, oder? Jetzt nur die Frage, soll ich's wagen? Ihr seid doch doof wie Brot und das ist sogar Beleidigung für das Brot, aber muss halt nur intelligent werfen. Keiner ist zu Schaden gekommen. Okay. Ja, ja. Penn, bitte. Warum sind die denn jetzt auf einmal wach? Der kann schnell schnarchen, ey. Die besten Schlaftabletten der Welt. Oh, 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 oh. Genau das darf nicht passieren. Deswegen mach ich's gerade nochmal. Hallo, ich bin Abe. Hallo, Sneak. So hat das ausgesehen. Jetzt putzt der Mutaken direkt. Ah, oh, schon wieder so eine Sauerei. Das ganze Blut. Hier wartest du erstmal, okay? Nicht vergessen, dass wir einen Mutaken da hingestellt haben. Hat er sich vermehrt? Da ist einer am Schatten gewesen. Alter! Was ist jetzt dieser Schalter? Ey! Guck, wie der Mutaken da jetzt liegt, zerstückelt und... Nein! Hilfe! Geh wieder pennen! Nee, der ist jetzt unten. Das ist... Ah! Schlaf oder dreh dich um. Und dann halt beides. Dann wird. Oh mein Gott, das war so schlecht. Das nächste Secret ist hier. Kein Zufall. Was? Ihr wollt mich doch verhohne bimbeln. Safe. Ah, wohl einfach so. Da, habt ihr. Da, weg, husch, pfui, pfui, weg. Gut. Voll ins Verderben. Schafft, Alter. Ich glaub das nicht, nein! Nur noch ein kleines Stück. So, Freunde, ich bleib dabei. Meine Meinung ist, wer so blöd ist, sich zum Schlafen neben eine Mine zu legen, der muss bestraft werden. Ich glaube, mein Slugschweif pfeift Pappelapoma. Oh mein Gott. Große Gefahr erwartet jene, die es wagen, den Modokon-Sorgen schwer... Nochmal von vorne. Nicht verzagen, Ape fragen. Ansonsten macht's der Hagen. Dem kannst du was sagen. Das war ein ordentlicher. Okay. Da kann Abe fast mithalten. Hebel funktionieren. Geiler Tipp. Die Eingeborenen fürchten das fremde Gesicht, doch Abe spürt bereits, bald sieht er das Licht. Oder rennt gegen eine Wand. Es muss mal wieder sein, ins Gesicht furzen. Das bringt ihr nicht aus der Fassung. Ich krieg dich noch dran. Bams! Bams! Verdammt, das passiert mir doch jedes Mal. Das scheint auf Schwierigkeitsgrad schwer nicht so einfach zu gehen. Wer hätte es gedacht? Was eine Logik. Ich hab's gemerkt. Oh, das war ein stylischer Tod. Akrobatisch, nochmal richtig schön auf die Fresse und dann in den Abgrund.
Geil. Also wenn sterben, dann mit Steve. Mach keinen Fehler. In dem Moment mach ich einen Fehler. Und Elum ist zurück, mein guter Freund. Ich besteige dich direkt. Oh Mann. Nein. Ich glaub das nicht. Ist auch very interesting. Hör mal, gegen Kaktus laufen hier. Kaktus geknutscht. Jetzt spring doch! Ich drück da 8-mal! Ungehorsam. Ich bring dich zum Hundetrainer. Nee, zum Elum-Trainer. Verdammte Axt. Oh, Ape hat auch gemerkt. So, oh, ich muss mich ja umfallen lassen. Okay, Achtung. Ich lasse mich umfallen. Was war denn da los, Freunde der Nacht? Freunde der Wüste. Ich hasse mein Leben. Der Wurfheld des Jahrhunderts. Was? Anschnauzen Deluxe. Das hab ich beleidigt. Der Abschied, der endgültige Abschied ist gekommen. Ja, ich weiß, dass wir uns verabschieden müssen. Ich will die Fähigkeit mal behalten. Ja, Edo, mach's gut. Wir sehen uns nie wieder in diesem Spiel, glaube ich. Meines Wissens nicht. Ja, halt die Ohren steif, wenn du welche hast. Elum, geh baden. Warum hat das denn? Soll mir recht sein. Ich glaube, mein Scrap pfeift La Paloma. Hier was? Nope. What? Das ist scheiße. Das ist gar nicht gut. Hallo Scrap. Tür, geh schneller auf. Du bist echt ein Idiot. Liebe Tür, nur noch 4 kleine Kämmerchen, die echt nicht so schlimm sind, wie sie vorgeben. Ah, Batman! Hat mich umgebracht. Batman! Weil einfach ist. Episch! Das ist einer der epischsten Tode der Welt. Ich hänge nur ein bisschen ab. Das freut mich auch, deine Bekanntschaft zu machen. Ihre Augen treffen sich und es ist Liebe auf den ersten Blick. Jetzt merkt er mich gar nicht. Das sagt nur Hallo. Na gut. Sollen wir es wagen? Das geht eh schief. Der Pet! Ja, du stehst aber ungünstig da. Der hat einen Sehfehler, glaube ich. Da hätte ich echt laut loslachen können. Ape geht so heroisch voran, nichts kann ihn stoppen. Puff, fällt er auf die Schnauze. Und diese Höllenfabrik ein für alle Mal auszulöschen. Das hat wohl nicht so ganz geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Aber egal. Was machen wir denn da mit dem? Das hab ich mir auch schöner vorgestellt. Nein! Ihr seid echt so Idioten. Saudove Secret-Überprüfung. Ich lebe noch. Alles cool. Macht doch Ape nichts aus, der hat schon ganz andere Sachen erlebt. Das ist die Bestrafung, weil du so lieb warst. Du ebenfalls. Tschüss, Mann! Sleeks sind bereinigt! Was sagt ihr dazu? Alle in den ewigen Jagdgründen. Ich glaub das nicht. Ups. Was ist mit Ape los? Eben ist Ape nach links gelaufen, ohne dass ich was gemacht habe. Und jetzt bewegt er sich gar nicht mehr. Er ist festgefroren. Seht ihr das? Er kann sich gar nicht bewegen. Der ist wie steif. Wegen was bist denn jetzt umgefallen? Schwächeanfall, hä? 10 kleine Sleeks, Meister, gingen in den Wald. Da kam der Ape vorbei und machte sie schnell kalt. 9 kleine Sleeks quälten die Mutakens.
Dann kam Abe, wurde Threequel und ich finde keinen Reim auf Modakens. Get him. Wobei da ein Schalter ist. Ja, natürlich. Hier noch zappelt da hinten. Die gesehen, wie der gezappelt hat? Furchtbar. Wie er da noch hängt. Hier geht ja einiges ab. Ich glaube, das ist ein cooler Bereich. Was war das denn? Das wollte ich wenigstens noch sehen. Wenn die Zeit abgelaufen. What the? Geil. Da habe ich's. Episch. Episch. Ja, ja. Sensationelle Zehen spielen sich ab. Warum auch immer. Krass. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben den Hebel betätigt, das Gas abgesperrt und sind zu Schreikohl geworden. Alle klacken sich träge nochmal. Ah, ich muss hier stehen. What? Werde ich dann mich erstmal aus dem Staub machen. Und ich hoffe, dass bald Elf's Escape verfügbar ist. Ja, dann sage ich vorerst bis dann und ciao. Mal sehen, ob das Let's Play hier vorbei ist oder ob das DLC nochmal kommt. Damit rechne ich allerdings. Okay, dann Daumen hoch und bis dann und ciao.